Hätten Sie nicht auch den Plausch aus Ihrem Garten jemandem mal so einen Rosenstrauß schneiden können? Eben. Dann bleiben Sie doch die nächsten paar Minuten bei uns und ich versuche, Ihnen zum Thema Rosen ein paar Tipps und Anregungen zu geben. Grüezi, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mit dem grünen Daumen fangen wir heute eine neue Sendereihe an, die vom Schweizer Fernsehen in Zusammenarbeit mit dem Verband Schweizerischer Gärtnermeister produziert wird. Wir haben dazu einen wunderschönen, vielseitigen Garten ausgesucht, wo wir Ihnen jeden Monat, je nach Jahreszeit, allerhand Wissenswertes zum Gesamtthema Garten vermitteln wollen. Doch machen wir zuerst einmal einen Rundgang durch unseren Fernsehgarten. Hier haben wir den Gemüse- und Beerengarten, wo wir Ihnen zeigen, wie man richtig aussät, pflanzt und erntet. Im Baumgarten haben wir Stein- und Kernobstbäume zu behandeln, in allen Grössen und Formen. In unserem Moorbeet gibt es einen Haufen über den Aufbau und die Pflege zu sagen. Unser Ziergarten hat wunderschöne Sommerflor, Stauden und Rosenpartien. Und das ist der Wassergarten mit vielen Gestaltungs- und Pflanzmöglichkeiten. An diesen reich begrünten Hausfassaden können wir Ihnen zeigen, wie man Kletterpflanzen richtig schneidet und pflegt. Und da, schön am Schatten, ist noch der Kompost, wo Sie werden sehen, wie man aus Garten- und Küchenabfall guten Kompostdünger und Erden überkommt. Zurück zu unserem Thema. Die Rose ist aus dem Orient zu uns gekommen und war schon lange vor Christus bekannt gewesen. Das ist die Damazenerrose, wo aus dieser Zeit bis heute erhalten geblieben ist. Und das ist der berühmte Garten und Schloss Malmaison von der französischen Kaiserin Josephine. Alle zur Zeit von der französischen Revolution bekannten Rosen, etwa 250, sind in ihrem Garten gestanden. Der zeitgenössische Maler Redouté hat die kaiserlichen Rosen, wie man an diesem Beispiel sieht, mit fast wissenschaftlicher Exaktheit porträtiert. Zur Pflanzung. Auf dieser Fläche sind vorher alte Rosen gestanden, die nicht mehr gewachsen und blüht haben. Der rosenmüde Boden haben wir gestern etwa 50 cm tief mit frischer Erde aus einem abgeräumten Gemüsebeet ausgewechselt. Jetzt werde ich Ihnen zeigen, wie man Rosen richtig setzt. Grundsätzlich kann man Rosen das ganze Jahr pflanzen. Während der Sommermonate aus dem Container mit Wurzelballen und in voller Blüte. Erst ca. Mitte Oktober, also zu einer idealen Pflanzzeit, bietet Ihnen das Fachgeschäft frisch ausgegrabene Rosenstöcke an. Die werden vor der Pflanzung über die Nacht so ins Humusbad eingelegt. Mit einer scharfen Schere werden die Triebe und die Wurzeln nachgeschnitten. Der eigentliche Rückschnitt auf die Augen erfolgt dann erst im nächsten Frühling. Mit dem Spaten mache ich ein genügend tiefes Loch. Damit die Wurzeln genug Platz haben und auf keinen Fall umgebogen werden. Der Veredelungsknoten muss beim Zuzecken als Schutz vor starken Winterfrösten etwa 3 bis 5 cm unter den Boden zu liegen kommen. Am Schluss muss ich das noch ein bisschen andrücken. Als Beipflanzung zu der Rose eignet sich vor allem stark duftende Pflanzen wie der Lavendel oder der Thymian. Durch ihren Duft
werden die Schädlinge von den Rosen ferngehalten. Außerdem umrahmt der Lavendel mit seinem Blütenreichtum die ganze Rosenpracht. Das, was wir hier haben, ist übrigens Iberis, ein weisser, frühlingsblühender Bodendecker. Dann gießen wir alles zusammen gut an. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Das Wichtigste ist neue Erde, Humusbad. Die Veredelungsstelle muss 3 bis 5 cm unter dem Boden sein und vor allem gut angießen. Das riesige Vorkommen von über 20.000 Rosensorten und Arten wird in 3 Hauptgruppen unterteilt. Als erstes haben wir die Gruppe der Busch- und Beetrosen. Eine Vertreterin davon ist die Edelrose, die grossblütig ist und sich hauptsächlich als Schnitt für die Vasen eignet. Die Polyantha-Rose ist viel- und kleinblütig. Mit denen tun wir grössere Flächen bepflanzen oder brauchen sie zur Gestaltung eines Farbklecks in einem Garten. Eine Kreuzung zwischen der Polyantha-Rose und der Edelrose ist die Floribunda-Rose. Eine weitere Gruppe sind die Kletterrosen. Die kennen Sie sicher selber, wie sie sich so schön eignet als Verschönerung von der Hauswand, Pergola, Rosenbögen und Gartenhäge. Die dritte Gruppe sind die Strauchrosen. Als übermannshöhe Büsche setzt man die als solitär oder als blühende Hecken. Ihre Hagebutten sind wichtige Nahrung für unsere Singvögel im Winter. Das hier ist auch eine Strauchrose, aber eine bodenbedeckende Strauchrose. Die verwendet man hauptsächlich für Böschungspflanzungen oder für ihre Stützmauern. Im Umgang mit Rosen ist es unerlässlich, dass wir uns ganz intensiv mit der Pflege befassen. Während dem Sommer fördert man Blühwilligkeit durch einen regelmäßigen Rückschnitt. Die verblühten Rosen werden inklusive 2 bis 3 fertig entwickelten Laubblätter oberhalb vom nächsten Blattansatz zurückgeschnitten. Wenn man das nicht macht, geht die ganze Kraft der Pflanze in die Hagebutte, also in die Frucht, und so verhindert man die Bildung von neuen Blütentrieben. Genauso wichtig ist es, dass man kranke, auf den Boden gefallene Blätter immer und gerade sofort wieder entfernen. Das ist schon eine der ersten Pflanzenschutzmassnahmen. Schauen Sie, die Rosen sind heikle Pflanzen. Sie können von vielen Krankheiten und Schädlingen befallen werden. Das Ziel der Züchter sind immer gesündere und widerstandsfähigere Sorten. Trotzdem ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln leider unerlässlich. Es steht uns dazu eine grosse Palette von chemischen, aber auch von biologischen Mitteln zur Verfügung. Ein solches Mittel lässt sich am besten mit solchen Pflanzenspritzen ausbringen. Achten Sie darauf, dass Sie die Rosen von oben, aber auch besonders gut von unten benetzen. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Blüten zurückschneiden, kranke Blätter entfernen und Krankheiten und Schädlinge genügend von unten bekämpfen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, haben wir für Sie ein ausführliches Merkblatt zusammengestellt, wo Sie gegen ein frankiertes und an Sie adressiertes Antwortcouvert bei folgender Adresse beziehen können: Verband Schweizerischer Gärtnermeister, Postfach 8029 Zürich. Ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zuschauen und werde mich für heute verabschieden. Auf Wiedersehen.